so viele Sachen bauen. Da denkst du ja, jetzt baue ich mal eine Fabrik für das und das. Kann das noch automatisieren und sowas. Du musst nur machen, bevor du das dann machst, musst du dir die Map auf deinem PC laden. Ja, erstmal sichern. Ja. Wenn du mir die Daten geben würdest und eine Erlaubnis geben würdest, würde ich das machen. Oh, hier ist sogar eine Wii in der Nähe. Eine Note, meine ich. Ich brauche ein Bookshelf, ich muss irgendwo ein Bookshelf klauen. Weiß nicht. Ich habe Ultimate gezockt, mir gefällt es überhaupt nicht. Das ist. Ich kann dir das gerne dann auch erklären, das ist mega. Ja, aber weil du, meine ich, den. Blackie, darf ich dir ein paar Sugarcanes klauen? Ich habe gar keine angepflanzt. Sugarcanes, ja. Achso. Die Map kannst du ja importieren, das ist ja gern. Alter, 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 Hilfe. Ja, was ist das Problem bei Ihnen hier? Ich bin weggeflogen. Ich bin Warte mal, hier. ich mach schnell, warte mal. Ah. Ah ja, hast gesehen, ich habe mein Grundstück größer gemacht, ne? Johnny? Wo bist du denn? Hier Warte, oben, ich ich fliege geb's wieder. dir. Alter. Ich durfte das ja. Liegt da unten. Die ballern mich auch ab. Dark sagt überhaupt nichts. Also wie gesagt, ich weiß nicht, Dark, wärst du auch dafür, dass wir es machen? Keine Ahnung. Das ist, also ich kann euch das dann alles erklären, was man da machen kann oder sowas. Das ist mir dann auch egal, weil ich wäre dafür, dass wir es machen. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ultimate. Wir müssen ja auch nicht Ultimate nehmen, wir können ja auch ein anderes Pack nehmen, wie Mindcrack oder Direwolf 20 oder sowas. Was dir halt gefällt. Und wobei Direwolf 20 ist 1.5, ne? Ich weiß nicht, ob das dann mit der Map geht. Ja, eigentlich schon, aber doch. Eigentlich macht das da gar keine Probleme. Da eigentlich quasi die gleichen Blöcke, die überall stehen, ne? Nur das, was er neu rendert, das ist dann eigentlich abgeschnitten. Warte, ich habe kein Holz mehr. What the fuck? Na Da gut, gibt's auch so was? riesen Holzfarmen und sowas. Ja, aber in Ultimate, was willst du denn alles noch machen? Da kann, weißt du, was du da alles machen kannst? Da kannst du richtig übertreiben. Ja. Da Kann kannst man du hier auch. riesen Holzfarmen bauen, da kannst du alles bauen quasi. Wie gesagt, da gibt's dann diese andere Welt noch. Genau. Ja, Twilight Forest. Genau, Ja. Twilight. Mir fielen viele Namen die ganze Zeit nicht ein. Mir auch nicht. Da habe ich noch Sticks. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch aufnehmen willst, aber das wäre so ein Projekt, das kannst du quasi bis ins Unendliche ziehen. Und da geht dir eigentlich nichts aus an Sachen machen. Aber guck mal, ich glaube, dir wird jetzt schon ein bisschen langweilig, oder? Ja. Keine Ahnung. Die Farm fehlt mir noch und so weiter. Ja, da kannst du eine automatische Farm machen. Ja, hier auch. Ja, das ist aber die dein. Da kannst du viel bessere Farmen haben, glaub es mir. Hier kannst. Ach, das sind die Multiblock-Farms. Ja, stimmt. Ja, aber da. Da hast du zum Beispiel das Problem, dass du keine Barrels und sowas oder kein Storage-System hast, was mich auch übelst aufregt. Barrels, da kannst du wie viel nochmal reinmachen? Ich weiß das gar nicht Du mehr. kannst das, du kannst 64 mal 64 Stacks, dann kannst du es noch erweitern zu, ich glaube, Ich glaube, das war 132 da. noch mehr. Du kannst es noch erweitern. Du kannst es noch zum Teil erweitern, kannst es bis zu, ich glaube, 400 Stacks oder sowas. Ich weiß das noch von Tacket Light, dass man das ganz schön erweitern kann. Ja. Da habe ich mir nicht so eine riesen Aua, aua, aua. Anlage gemacht mit den also mit den Pipes, wo ich das alles automatisch einsortieren gelassen habe. Boah, ey, das Ding ist groß geworden. Aber ich brauche dieses blöde. Ich brauche Leder. Aha. Ich habe 3 Leder. Perfekt. Oh, toll. Und ich dachte, ich kann ihn weiter auslachen. Weiß genau. Ah.
Dann kannst du es mal bis heute Abend durch den Kopf gehen lassen und dann können wir erstmal irgendwie zusammen entscheiden, wenn du Lust hast. Alex? So, Ja. Saumonomicum. Gibt's hier auch Bookshelves? Es gibt doch niemals Bookshelves. Boah. Bookstands meine ich. Die gehören zu Mistcraft. Und Mistcraft ist bei Light auch nicht mehr drauf. Also man kann das so machen, dass die tollen Sachen wieder billiger werden, oder wie? Ja, man muss Für nur den diesen Slide, oder Gregtech wie? rausnehmen. Genau, du kannst Gregtech kannst du in der Config. Entweder du kannst ihn ganz rausnehmen, den Mod, oder du machst in der Config einfach runter. Aber wenn man ihn rausnimmt, dann ist die Serverbelastung auch ein bisschen niedriger wieder. Und dann muss er den Mod nicht extra mitladen. Ja, sollen wir es jetzt noch schnell umstellen, oder? Ich wäre dafür. Quatsch. Zur Not habe ich auch noch einen Root-Server. Dem kann ich dann 10 GB RAM zuweisen, dem Server. Aber das ist im Moment nur ein Server, wo WoW-Server drauf läuft. Und ich weiß nicht, wie stabil der im Moment ist, weil letztens die Festplatte abgeraucht, deswegen. Na, dann machen wir Wieder das über 3 GB Nitrado. Part, Alter. Aber du Bitte? musst ja bald los, ne? Ey, mit dem Ding werden die voll groß, mit dem anderen Texture Pack, die Videodateien. 3 GB, wie soll ich das hochladen? Mit welchem Texture Pack? Mit dem Sortex, das ist viel kantiger, als viel pixeliger. Du kannst auch das Standard nehmen, was du hast. Das musst du dann nur auf die Ultimate-Texturen upgraden. Gute Exfi. Kommen. Was meinst du? Alter. Epis. Nein. Ich meine, die Videodateien werden so groß bei so einem Texture Pack, wo was viel pixeliger ist. Ja, ich hab so Text. Ja, ich auch. Da werden meine Parts 3 GB, ansonsten 1,8. Ja, ich sag doch, nimm mal DxTory, da werden die Parts trotzdem kleiner. Ja, und die Qualität scheiße. Bei DxTory. Wenn du es richtig einstellst, nicht. Und ist ein Creeper. Nein, bitte. Ah, Skelett, Ja. stirb. Alter, krass. Ne, wie gesagt, da muss man nicht erst auch erst die Map dann bei dir auf dem PC laden. Weil wenn du es nämlich auf Ultimate upgradest, dann geht die Map mit weg. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich 1.5.1, oder? Ultimate? Ne, ist auch Ultimate? Ne, 1.4.7. Ultimate ist nur 1.4, ja. Du kannst aber auch andere Modpacks nehmen, wie Direwolf, das ist 1.5.1. Nee, ich will eh 1.4, weil sonst ist ja die Map so scheiße, oder? Alter, Schwede. Voll die Sniper-Turret. Alter, die Serverauslastung liegt bei 80%, sie ist schon im roten Bereich, WTF. Das war so viele machen und weil Soll ich du das auf dem noch Root-Server 3 GB zugewiesen hast, ne? Soll ich die. Soll ich das auf dem Root-Server packen? Das kann ich gerne machen. Nee, das passt schon, mach ich auf meinem Server. Okay. Also, Webinterface. Noten hier. Aber du musst mit FileZilla runterladen, die Map, ne? Und wie geht das? Eigentlich könnten wir beide dir das fertig machen, wenn du mir nicht arbeiten musst. Wenn du uns die Daten geben würdest und uns da vertraust. Keine Ahnung. Boah, ich würde eh keine Schatz machen. Ich will ja weiterzocken. Ach, ich wollte gerade das Skelett töten, aber naja. Alex, kannst du mich vielleicht bitte DP'en? Wohin? Zu dir. So, Filezilla MP. habe ich. Im Webinterface, da Ja. hast du. Das war eh der falsche. Oha, oha, oha. Was war der falsche? Na, er hat den falschen teleportiert, er hat mich teleportiert. Ach so. Unser Webinterface, was dann? Kleinen Moment. Ich muss das gerade selber gucken. Da hast du, wenn ich so einen Benutzernamen und hast du extra so ein Passwort. Also, Benutzername ist ja dieses NI und was auch immer du da stehen hast. Ja. Und Webinterface Config Benutzerverwaltung. Nee. Dein Browser, oder? Hier.
Du kannst auch erstmal, weil das ist so ein komisches Passwort, machst du erstmal auf bei Webinterface Config auf der rechten Seite Passwort ändern. Ich kann einfach einen Benutzer hinzufügen. Ja, oder so. Gibst du halt alle Rechte und kann einfach einen Benutzer hinzufügen. So geht das nämlich auch, dann kann man das machen. Aber ich glaube, der vertraut uns nicht so wirklich. Ich weiß nicht. Wir werden schon keinen Scheiß machen, Mann. Oder er. Ja. Und so, wie gesagt, mir bringt das Projekt jetzt schon so voll Bock. Und dann brauche ich keine Scheiße, um das platt zu machen. Sicherlich nicht. Und selbst ja, wenn irgendwas schief läuft, hast du immer noch ein Backup von Nitrado selber und dann kannst du es einfach reinmachen. Ah, nee, das ist ja nicht das Problem. Wenn man die Map ja gespeichert hat. Ja, klar. Na, wie mache ich das jetzt bei dir? Wie stelle ich das ein? Du kannst in der linken Seite, gibt es irgendwo Benutzer hinzufügen? Bei Benutzerconfig. Benutzerverwaltung, genau. Benutzer hinzufügen, ja. So, und dann kannst du ihm jetzt einen Benutzer hinzufügen und ihm dann die Rechte geben. Warte mal, Passwort muss ich meins eingeben, ne? Ein Passwort kannst du irgendeins nehmen, oder er sagt dir eins, das du nehmen sollst. Hm. Die hier erstellten Benutzer können direkt auf nitrado.net einloggen, um ihr in das Webinterface zu gelangen. Was muss ich da dann alles auswählen? Versteht, ne? Was du alles nutzen darf. Wähl einfach alles aus. Ja, alles. Ja, musst du auch sogar. Dass ich da auch wirklich alles machen kann dann. Ja, außer das eigene Passwort ändern, oder? Das brauchst du ja nicht. Nö, du musst mir natürlich nur das Passwort dann geben, ne? Alter, alles auswählen. Warte mal, was muss ich mit Kommentar hinschreiben? Nichts, brauchst du nichts eigentlich. Nö. Nutze jetzt hinzufügen. Okay, warte mal, bei deinem Benutzernamen. Dann tust du Textchat öffnen. Das ist der Benutzername. Und das ist das Passwort. Was hast du jetzt geschickt? MTS. Ich hab da nichts erhalten. Ach da. Und wollen wir das denn jetzt machen? Auch dafür, Dark? Ach, Dark ist schon wieder. Es ist nicht alles zu teuer, dass du halt das Ding rausholst. Ja. Und die Map bleibt auch so erhalten, oder? Mit ja, den ganzen. Klar. Ich ziehe die ja auf dem PC rauf. Und so bleibt die natürlich erhalten dann. Ja, die ganzen Maschinen werden best upgraden auf Ultimate bleiben auch alle, oder? Ja. Bleibt auch alles. Ja, dann mach mal. Der Einzige, der noch drauf ist, ist Tag. Ey, du Arsch. Oh. Was sollte der Scheiß denn jetzt? Ich wusste doch nicht, dass du noch so ein Leben hast. Ja, aber warum schießt du denn die ganze Zeit, wenn ich da oben drauf stehe, du Kenner? Ich muss eigentlich nur wieder runterschubsen. Alex? Ja? Kannst du mich DP? Wohin? Zu dir? Wen? Da liegt noch Kohle rechts neben dem Baum. Und auf dem Baum liegt auch noch was. Ja, warte. Der Jetpack. Ja, toll. Mein Jetpack liegt natürlich da oben drauf. Hast du doch. Hast du mitbekommen? Dark? Hm? Was? Was? Ich meine gerade Dark. Aber hast du mitbekommen, was? Dass wir jetzt upgraden dann auf Ultimate. Ganz hart. Hm? Okay. Nee. Hat Johnny sich jetzt versteckt oder was? Ist der UMAT überhaupt was wert?
Ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Ultimate nicht aus. Santo sucht mich immer noch. Wo bist du, Penner? Ich weiß, dass wir irgendwo. Wie der mich einfach nicht findet. Ich bin voll offensichtlich und er findet mich nicht. Ja, ich gucke halt gar nicht so wirklich. Scheiß Sneaker. Und stellst du so um ungefähr? Ich muss jetzt weg. Ja, ich würde sagen, machen wir dann gleich. Ne, Johnny? Ich glaube, ich war lieber aus. Arschloch. Tschüss. Jo, Leute, ihr habt's mitbekommen. Wir werden dann gleich upgraden. Dann werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden. Und bis später. Ciao, ciao. Ciao, Leute.